Grüß dich, ich bin die Patricia, bin Bäuerinnen-Dienstleisterin bei der Südtiroler Bäuerinnenorganisation und bin Sam als Referentin für Back- und Kochkurse unterwegs. Als erstes geben wir das Mehl und das Vanillepulver in eine Schüssel. Die Gockeln, die wir trennen und das Eigelb mit der Milch verquirlen. Das Gemisch geben wir zum Mehl und daraus machen wir einfach einen geschmeidigen Teig, der keine Klumpeln hat. Das Eiweiß, den wir steif schlagen und lassen den Zucker einrieseln. Anschließend den wir in Eischnee locker unter die Teigmasse heben. Danach nehmen wir eine Pfanne, haben wir ein bisschen Öl und dann Butter rein und in der Pfanne den wir in Schmarrn ausbacken. Die Rosinen, die wir erst in Äpfelsaft eingeweicht haben, diese streuen wir über den Teig. Jetzt werden wir Walnüsse karamellisieren. Dazu brauchen wir einen Zucker, Walnüsse und ein bisschen Wasser. Das Wasser und den Zucker geben wir in eine Pfanne rein und warten, bis Wasser verdampft ist und der Zucker leicht karamellisiert. Er soll ganz hellgelb sein. Danach geben wir die Walnüsse dazu und den sie leicht schwenken, bis sie von der Karamellmasse umhüllt sind. Sie kommen nachher auf ein Backpapier aus, einzeln und dann lassen wir sie hochkühlen. Jetzt werden wir noch Äpfel karamellisieren für unseren Schmarrn. Und zwar werden wir die Äpfel schälen, den sie klein würfelig schneiden. Danach beträufeln wir sie mit Zitronensaft. Um die Äpfel in der Pfanne zu karamellisieren, geben wir einen Zucker ein, den dann karamellisieren lassen, löschen nachher mit Äpfelsaft ab und geben die Äpfelwürfel ein und lassen sie bissfest garen. Als kehlen Abschluss für unseren Äpfelschmarrn machen wir jetzt noch ein Apfelmus-Eis. Und für unser Äpfelmus-Eis brauchen wir einen Äpfelmus. Das haben wir schon vorgekocht. Und zwar sind da drinnen Äpfel, ein bisschen Zucker, ein Zitronensaft und ein Vanillepulver. Für das Eis brauchen wir nachher noch einen Honig zum Süßen, eine Südtiroler Sahne, einen Naturjoghurt und als Geschmackträger eine Zimtrinde. Ein Tipp von mir noch, jetzt bei allem Süßen eine Prise Salz ein, das wirkt als Geschmacksverstärker und es hat viel bessere Aroma. Die Masse kommt dann noch in den Gefrierschrank rein, bis sie schön durchgekält ist. Sie wird cremiger, wenn man sie zwischendurch alle Stunde ungefähr einmal durchriert. Und danach haben wir ein Äpfelmus-Eis. So, viel Spaß beim Nachmachen!